Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Herzi von Herzog in der Meilerbag Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herzi von Herzog, das Ganze am 5. März erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das 5. Soloalbum von Herzog in verschiedenen Varianten erschienen. Die reguläre Box zu diesem Album zu Herzi, die sogenannte Polytox Box, die habe ich euch hier bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die sogenannte Myler Bag. Also, das ist hier ein riesengroßer Kunststoffbeutel. Der kommt hier in schwarz und diesen Neonfarben. Gab es exklusiv bei Distributions, war streng limitiert und auch Monate vor Release schon ausverkauft. Also das hat nicht lange gedauert, da war die dann vergriffen. Wenn man bei Distributions bestellt, dann gibt es immer noch was oben drauf. In diesem Fall habe ich hier einmal diesen Sticker bekommen und zum zweiten hier eine kleine Karte hier, so ein Visitenkärtchen. Herz.bd, spare 5% mit dem Gutscheincode Herzi auf herzbd.de. Ja, das noch als Draufgabe, aber uns interessiert natürlich vor allem das hier, der Beutel. Also, wir haben hier das Design in schwarz und eben in diesen bunten Neonfarben. Sieht so ein bisschen nach LSD-Trip aus, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir unten ein kleines Herzchen. Und zwar ist das hier durchsichtig gestaltet. Bedeutet, wir sehen hier schon den Inhalt dieser Edition durch. Herzog, produziert von 86 kHz mit herzlicher Genehmigung von Bombenprodukt. Dann haben wir noch einen silbernen Sticker mit M, also der Inhalt hier in Größe M, bezieht sich hier auf die Jacke. Herzog Flavor, Netto Weight 420 Gramm. Und auf der Rückseite haben wir hier Herzog, in diesem Fall die Herzog Büste. Die gab es ja in der Polytox Box. Und dann haben wir unten noch Instagram, Internetseite, beteiligte Labels, Logos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir haben hier das Ganze in einem riesen Druckverschlussbeutel untergebracht. Und hier, man sieht es seitlich, Moment, ist dann hier so ein kleiner Marker zum Einreißen. Bedeutet, wir können hier dann die ganze Tasche aufreißen. Das machen wir auch gleich mal. Funktioniert mehr oder weniger. Einmal hier noch. Wahrscheinlich auch mit einer Schere etwas einfacher, aber ja. So, und dann haben wir hier eben den Druckverschluss, den man hier aufmachen kann. Genau. Und dann kommen wir zum Inhalt. Den ziehen wir jetzt hier mal raus. So, diese Tasche, diese Meilerbag ist nun leer. Von innen hier so mit Alu beschichtet, man sieht's. Packt mir zur Seite und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Also, als allererstes haben wir hier einmal eine Jacke. Dann haben wir natürlich das Album an sich. Dann gibt es hier ein kleines Schächtelchen. Schauen wir uns gleich an, was das ist. Dann noch ein zusätzlicher Beutel. Okay, also hier nochmal eine riesengroße Myler Bag im Herzog Design. Und wir haben ein Zertifikat zu dieser Box, zu dieser Bag, plus 4 Beutelchen. Okay, nachdem diverse Sachen noch in Folie sind, nehme ich einmal hier das Jäckchen, kommt ja auch wieder in einem Druckverschlussbeutel. Werden wir das mal hier rausholen. Der Druckverschlussbeutel ist auch gebrandet mit dem Herzi-Schriftzug. Einmal die Jacke und dann haben wir natürlich noch das Album an sich. So, das werden wir mal aus der Folie holen. Hier. Nein, das war nichts. Nochmal. Ja, das ist schon eher was. So, also, es ist wie gesagt das 5. Soloalbum von Herzog. Kommt hier im regulären Jewelcase, ein sehr farbenfrohes Cover, also schwarz und dann eben hier diese bunten Neonfarben.
Auf der Seite lesen wir Bombenprodukt präsentiert. Herzi, hier rechts noch Herzog. Herzog 86 kHz, Herzi Bombenprodukt. Ja, Bombenprodukt, das Label, und 86 kHz, der Bruder von Herzog, der hat das gesamte Album produziert. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Kuba 102, Frauenarzt, Clubsmane und Dr. Surabi hier als Features mit dabei. Also 4 Features auf diesen 12 Tracks. Dann hier unten wieder die Infos, Barcode und die Labels. Und dann schauen wir mal rein. Das Booklet oder generell die ganze CD ist natürlich ident gestaltet wie auch in der anderen Variante, also wie in der Polytox Box. Das ist hier ident, genau. Also wir haben hier einerseits mal einen Teil der Lyrics zum Track Nummer 1 abgegrast. Der wurde ja schon vorab veröffentlicht per Videoauskopplung. Dann haben wir einen weiteren Track, und zwar den Track Nummer 5, Dreckig abgefuckt. Der hat hier ein paar Lyrics ins Booklet gefunden. Und wann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Nummer 7, Macht, alle Macht den Drogen. So, Lyrics, Lyrics und weiteres heftiges Artwork. Ja, was ich etwas schade finde beim Booklet, dass wir hier keine Infos, keine Credits haben zum Album. Aber ja, dafür eher so der künstlerische Aspekt hier in diesem Booklet vorherrschend. Dann die CD, hier in so einer Kugel, in so einer Balloptik, Herzi Schriftzug. Und dahinter geht wieder weiter mit den Neonfarben. So, das soweit zum Album. Dann haben wir hier tatsächlich noch einen Beutel im Beutel. Also dieser Riesenbeutel hier war noch mit dabei. Also es ist im Prinzip die Verpackung, diese Mylar-Bag in groß, nochmal ein zweites Mal drin. Wir haben hier nochmal dieses Sichtfenster in Herzoptik. Und ansonsten hier 1:1 gestaltet, wie auch die Verpackung dieser Mylar-Bag. Dann als nächstes das Zertifikat. Das Ganze hier nochmal wirklich transparent gestaltet, denn wir lesen hier, dieses Zertifikat belegt den Besitz der Herzi Mylar-Bag mit der Seriennummer 383. Also das ist meine Nummer. Mit diesem Zertifikat garantieren wir dir die Limitierung des Produkts. Herzog hat hier auch noch in weißem Schriftzug hier unterschrieben. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Gesamtauflage war. Also nachdem wir hier 4 Stellen haben, dürfte es auf jeden Fall 1000 oder ein paar tausend sein. Wie gesagt, meine Nummer, die 383. Wenn ihr das wisst, was so die Gesamtauflage war, gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir die 4 Beutel. Die 4 Bags, die gab es ja auch in der anderen Box, also in der Polytox Box mit dabei. Also, zweimal hier so eine Hochglanzoptik, einmal im Vollblut-Hustler-Design, beidseitig bedruckt, und einmal dann hier im Herzi-Design, auch hier wieder mit Sichtfenster. Und dann haben wir 2 weitere Beutel, einmal den hier im Abgegrast-Design und einmal den hier, dicke Achtung, in diesem Comic-Artwork aus der gemeinsamen Kooperation mit Rohr. High as fuck lesen wir hier noch, Herzog. Also 4 Beutel, die entsprechend, also diese Mylar-Bags. So, dann haben wir diesen Inhalt hier. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sich darin jetzt befindet. Wir werden es gleich rausfinden. Ist so ein kleines Schächtelchen. Was lesen wir hier? Elektronik, elektronisch Feuerzeug. Ah, okay, also scheinbar ein Feuerzeug. So, wir schauen mal rein, wo hier am besten zu öffnen. Na, ist mir nicht zurecht. Aber jetzt. Wow! Also, das ist auf jeden Fall ein heftiges Feuer. So, ja, fast schon so ein Bunsenbrenner. So ein Mini-Flammenwerfer. So, hier gibt es einmal die Infos. Und zwar, dass man das Ganze hier entsprechend mit Gas befüllen muss. Dann haben wir eine Gebrauchsanweisung. Also, hier so ein kleines Infozettelchen. Und so sieht das dann aus. Kommt hier in Schwarz, hier oben dann in Rot, kann man es einerseits entsperren und auch die Flamme einstellen, hier mit Minus Plus den Regler. Dann haben wir hier noch den Herzi-Schriftzug. Lux, das ist die Marke.
Hier unten befüllt man das dann mit Gas. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt leer ist. Wir schauen mal ganz kurz. Einmal kurz entsperren. Nein, es ist tatsächlich direkt einsatzbereit. Also es kommt hier eine glühend heiße Flamme rausgeschossen. Es ist scheinbar echt befüllt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass diese Dinger nicht befüllt geschickt werden dürfen. Wegen Explosionsgefahr oder sonstigem. Aber sie kommt tatsächlich schon gefüllt. Hier. Und dementsprechend kann man das Teil dann direkt einsetzen. Wunderbar. Also, gerade für die Hörer von Herzog, die ja wissen, dass er ein sehr begeisterter Raucher ist, speziell was Gras betrifft, ist das natürlich dann passend zum Künstler gewählt, der Boxinhalt. Und wir kommen zum letzten Inhalt der Box. Und zwar haben wir hier so eine Trainingsjacke, die, muss ich ehrlich sagen, die ist unfassbar schwer. Also ich habe noch niemals in meinem Leben eine so schwere Trainingsjacke in Händen gehalten, speziell was die Luxboxen betrifft. Die wiegt echt einiges und das ist auf jeden Fall vorerst mal ein Qualitätsmerkmal für mich, dass die wirklich so massiv ist und so viel wiegt. So, die kommt hier in schwarz, unten am Bund, schwarz vernäht und hier gerafft. Also der wiegt, glaube ich, echt einiges, dieser Bund. Dann zwei Taschen, jeweils mit Reißverschluss. Wir haben hier riesengroße schwarze Anhänger hier, so aus Kunststoff, aus Gummi, am Reißverschluss dran. Sowohl links und rechts, also ein Eingriff. Innen schwarz in seiner Hochglanzoptik. Dann haben wir natürlich auch noch einen Reißverschluss hier mittig. Das ist der hier, der ist oben dann auch nochmal so vernäht, also etwas versteckt. Und dann haben wir hier die Zierleiste in dieser bunten Neonoptik, so wie auch schon das Albumartwork. Also hier dieser Balken. Finde ich auch gut, dass man den jetzt nicht über die gesamte Fläche gemacht hat, diesen Balken oder generell diese Optik, sondern schwarz und dann hier nur so ein paar farbige Akzente. Und dann haben wir hier links noch den Schriftzug, den Herzi-Schriftzug, den verwackelten. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier wieder den Balken. Plus hier dann im Genick, im Nacken, das Logo von Bombenprodukt, vom Label. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Aber zuvor schauen wir uns noch ganz kurz die Ärmel an. Die sind ja auch hier schwarz vernäht. Hier dann noch ein Herzog-Aufnäher. Am anderen Ärmel ist nichts. Und wenn wir ins Innenleben schauen, jawohl, dann haben wir hier innen so eine Mesh-Optik, also so ein Netz. Und hier im Innenleben ist wirklich alles in dieser Neon-Optik gehalten. Das sieht echt heftig aus. Und wir haben hier oben dann noch eingenäht so einen Zierrahmen, orange und weiß, mit Herzog-Schriftzug. Dann hier noch riesengroß Herzi und Größe M. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Und wir haben es zu tun hier, Obermaterial 100% Polyester, Futter ebenfalls 100% Polyester und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus, kommt hier von der Distri GmbH, sehr gut, in Osnabrück in Deutschland. Grüße gehen raus und dann schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie diese Jacke dann getragen aussieht. Was ich jetzt auch gerade noch feststelle, dass man hier den gesamten Verlauf, also die gesamte Länge hier unter dem Reißverschluss auch nochmal hier so speziell vernäht hat. So zackig. Ja, also auf jeden Fall Detailarbeit bei dieser Jacke am Start. Die kann einiges. Schauen wir uns nochmal kurz an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben die schwarze Trainingsjacke hier mit dem weißen Herzi-Schriftzug hier oben links im Brustbereich. Das ist aufgenäht. Und dann haben wir hier mittig über die gesamte Brust dann noch diese Zierleiste hier, diese Neonfarben und ansonsten hier unten alles dann in schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Mylar-Bag befindet. Einmal das eben gezeigte gute Stück hier, diese schwarze Trainingsjacke in Größe M. Wie gesagt, die Größe konnte man frei wählen. Dann haben wir hier diese vier Baggies. Diese vier Mylar-Bags, Druckverschlussbeutel in verschiedenen Designs. Das Zertifikat, das hier die Limitierung
und die Nummerierung beinhaltet und auch von Herzog unterschrieben wurde. Dann ein zusätzlicher großer Beutel, hier so eine Bag, nochmal mit dabei. Das Feuerzeug, der Bunsenbrenner hier von Herzi. Und natürlich das Album an sich, Herzi im regulären Jewelcase mit insgesamt 12 Tracks und 4 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Edition, in dieser Herzi Meiler Bag von Herzog. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.